Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Ja, liebe Zuschauer, heute ist Weltwassertag und der wurde 1992 ins Leben gerufen, um Menschen aufmerksam zu machen auf den Wert des Zugangs zu sauberem Wasser. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass man Wasser spart. Und deswegen waren auf der Straße unterwegs und haben mal nachgefragt, wie sparen Sie denn Wasser? Ja, schon durch Veganismus. Also ich lebe vegan, das heißt, ich esse keine Tiere und ich esse aber auch keine Eier und gar nichts in die Richtung. Und ich trage auch kein Leder und so weiter. Und das spart unglaubliche Mengen an Wasser, weil durch die Produktion für das Essen für die Tiere wird unglaublich viel Wasser verschwendet. Also das sind Wahnsinn, das sind 20.000 Liter für einen Liter Milch. Da spart man schon einiges, wenn man dann lieber Sojamilch trinkt und ist auch gesünder. Also wir sparen bewusst Wasser, im Haushalt natürlich, da achten wir schon drauf, dass wir auch duschen statt baden. Natürlich haben wir auch irgendwelche Vorrichtungen, aber wir sind auch Laubenpieper, so nennt man die in Norddeutschland, also Laubengärtner. Und da wird natürlich auch nicht der Wasser aus dem Hahn genommen, sondern wir verwenden Regenwasser. Ich wasche mich selten. Nein, das war ein Scherz. Ja, wie spart man heute Wasser? Nicht so viel benutzen einfach. Ja, natürlich das übliche Zähneputzen, ne? Wasserzahn zudrehen, natürlich, das mache ich. Aber jetzt so richtig drauf achten, immer so hier, oh Gott, bloß nicht zu viel Wasser verschwenden, mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Muss ich ehrlich sagen. Aus Überzeugung oder bist du auch nur zu faul? Ich glaube, bei mir ist es echt ein kleiner Faulheitsgrund. Ja, Wasserhahn nicht immer laufen lassen, schön abdrehen, Sparventile. Nicht jeden Tag duschen, wenn es geht. Waschmaschine sparsam einstellen. Geschirrspüle, nur wenn es sein muss. Ich versuche es. Also beim Duschen, sage ich mal, nicht länger als 3 Minuten. Und beim Händewaschen oder Zähneputzen läuft nicht nebenbei der Wasserhahn, sondern da versuche ich schon ein bisschen Acht zu geben. Ich versuche schon, Wasser zu sparen, aber oft vergesse ich das auch. Mit Toilette kann man auch sparen, muss nicht die volle Ladung hinterher schicken, sondern eben, wie gesagt, wirklich die Stopptaste drücken. Ich sammle Regenwasser zu Hause und nutze das dann zum Gießen im Garten und gucke halt auch drauf, dass ich nicht so viel Wasser verschwende, dass man wirklich bewusst eher abwaschen macht und wäsche halt dann wirklich eine große Maschine voll in die Richtung, weil ich das auch ganz wichtig finde, den Planeten auch so zu erhalten, wie es halt sein soll. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt doch einige Methoden gehört, um Wasser zu sparen. Ich für meinen Teil werde auf jeden Fall demnächst die eine oder andere auch selber ausprobieren.